herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Folge. Meine Damen und Herren, wie ihr alle wisst, ich habe es schon tausendmal erwähnt hier, ich habe einen eigenen Podcast und wir sind auf Tour. Gerade, jetzt gerade, wenn ihr dieses Video seht, bin ich auf Tour. Ich kann euch nicht genau sagen, wo, aber ich glaube, in Stuttgart sogar. Wenn das Video online kommt, müsste ich so Höhe Stuttgart sein. Falls ihr das alles irgendwie so ein bisschen mitbekommen wollt und Bock habt, vielleicht die nächste Tour nicht zu verpassen, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Der Dennis blendet euch das netterweise mal hier ein. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und dann seht ihr, was da so abgeht. Und Richtung Weihnachten, ich habe es euch nämlich versprochen, Richtung Weihnachten werde ich wieder eine Verlosung machen. Habe ich mir auch schon vorgenommen. Richtung Weihnachten wird hier wieder ein bisschen was abgehen. Werde ich immer wieder ein bisschen was einkaufen. Die letzte kam sehr gut bei euch an und ich gebe euch mit Herz und sehr, sehr gerne was zurück. Ja. Dadurch, dass es so viele Fake-Verlosungen auf Social Media gibt, freue ich mich, eine machen zu können, ohne Sponsor, ohne Partner, ohne was weiß ich. Nehme ich einfach selber hingehe, mein Geld in die Hand nehme und sage, das ist für euch. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon da wart, als ich die letzte gemacht habe, aber da wurden so paar schnieke Sachen verlost. Wir schneiden den Fackel nicht mehr lang um den heißen Brei, würde ich sagen. Wir gehen direkt rein in die Schweinerei. Wir haben ein Date aus 2024 heute. Und die Rachel Angelina. Ich glaube, sie heißt Raquel. Auf jeden Fall hat sie mir die geschickt. Und Shoutouts an dich. Ich hoffe, die Folge ist witzig und ich hoffe, du hast uns hier was Tolles rausgesucht. Wir gehen rein. Hi, ich bin Aileen und ja, wie kommt es, dass ich noch Single bin? Das frage ich mich auch. Ich denke, unsere Generation ist sehr schwierig heutzutage und ja, es war einfach noch nicht der Richtige dabei, der mich zu schätzen weiß. Mann. Hi. Ronan, hallo. Hi. Sie hat einen Fangirl-Moment, wa? So nennen wir das heutzutage. Fangirl-Moment. Dein Mann kann sich freuen. Charakterlich wichtig ist mir, dass er sich für mich interessiert, dass er mich sieht, dass er mich schätzt. Wäre schon mal ein Anfang, dass er sich für dich interessiert. Wow. Und wer kommt da? Mein Name ist Modi. Ich bin extrovertiert. Ich bin gerne auch mit Menschen zusammen. Ich sammle gerne auch viele Erfahrungen, höre zu. Manchmal rede ich auch viel. Boah, ich bin gespannt. Auf jeden Fall ein Zuhörer ist, glaube ich, das, was sie braucht, ne? Jemand, der sich für sie interessiert. Guten Hi. Tag. Hi. Guten Abend. Hi. Grüß dich. Roland. Guter Typ, ne? Sieht cool aus. Ja. Sieht sympathisch aus. Ja. War so der erste Eindruck. Ich sah einfach sympathisch aus. Also nicht irgendwie, ja, freundlich. Einfach. Wie deuten wir das jetzt, dass sie gesagt hat, ja, das war so mein erster Eindruck mit dem sympathisch. Also sie findet ihn, also, boah, meine Reaktionszeit ist am Arsch. Oh, der zieht hinterher. Ich habe mir gerade mein Knie gestoßen. Erster Eindruck mit dem sympathisch. Ich habe unter meinem Schreibtisch so einen Haken mal hingeschraubt aus Eisen, der so Kopfhörer festhält. Und dann habe ich den irgendwann umgeschraubt, so in die Mitte vom Schreibtisch, dass der so meine Kabel festhält, ne? Da bin ich jetzt gerade dagegen mit dem Knie. Oh, das zieht immer noch so leicht. Grüß dich. Hallo. Hi. Hallo. Grüß dich. Ich bin Aileen. Ich bin Modi. Okay, du riechst gut. Die hat mich angelächelt direkt und ich habe sie auch angelächelt und die Harmonie war wirklich da, ne? Also ich habe mich wohlgefühlt dann direkt, wo ich sie gesehen habe, ja. Woher kommst du? Aus Essen. Aus Essen? Ja, um die Ecke. Ah, und ja du? Gut. Ich komme ein bisschen weiter. Okay. So Bremen die Ecke. Ja, okay. Also ich bin so 3,5 Stunden gefahren. Mit dem Auto? Ja. Leute, die Langstrecken fahren können, sind mir eh schon mal so direkt grundaus sympathisch. Also du kannst Langstrecke fahren ohne Probleme, du beschwerst dich nicht darüber. Dann bist du mir schon mal so, das ist schon mal so ein Macher-Move einfach. Es gibt, man muss es einfach unterscheiden, es gibt viele Leute, die mögen Autofahren nicht so. Ist auch völlig in Ordnung. No judgment an der Stelle, ne? Du hast nie deinen Führerschein gemacht, du magst kein Autofahren, du magst nicht in der Stadt fahren, du magst keine Autobahn fahren. Keine Ahnung, gibt seine Gründe, ist okay. Aber man fährt auch mal Langstrecke, so nach Berlin und mal hierhin und mal dahin. Finde ich sympathisch. Hat irgendwie was so. Ich weiß nicht warum, aber das ist eine Green Flag für mich. Wie schaut's aus bei dir? Was machst du so? Also wenn es irgendwie möglich ist, ganz viel reisen. Ja. Ich möchte die ganze Welt noch sehen, ja. Okay, aber ist es für dich einfach mal die Welt so zu sehen oder was treibt dich so an? Jetzt? Ja, ich möchte die verschiedenen Kulturen auch okay. so Also die sehen. Welt aus anderer Perspektive genau, zu sehen. Okay, genau. Das interessiert mich nämlich auch. Also ja. Ich mag es auch, wenn nicht nur halt naturmäßig und so, sondern ja. auch wirklich mal, wie die Leute so denken, genau. wie die handeln genau. und so. Ja. Finde ich cool. Welt
reisen und wirklich die Welt auch aus einer anderen Perspektive zu sehen, das hat für mich auch eine höhere Bedeutung und nicht einfach nur zum Spaß, sondern wirklich mal daraus was zu lernen. Okay, gut. Ja, cool. Das ist erotische süß aus. Danke schön. Danke. Ja, ja, auf ein schönes Date. Ich bin mal gespannt. Da habt ihr das Gefühl, das passt? Weil das gibt mir noch nicht komplett diese Vibes. Also, die können sich super miteinander unterhalten. Aber das ist so dieses typische, am Ende wird gesagt, freundschaftlich, freundschaftlich. So, den Vibe gibt's mir gerade. Ich weiß noch nicht, ob ich hier diese Beziehung sehe, so dieses Dating-Ding. Musikgeschmack. Also ich höre wirklich gerne alles, ja. Außer Metallmusik und so diese so aggressive Musik. Ne? Ja. Metallmusik? Kann man das auch Metall nennen? Metal. Metall. Metal. Metall. Das ist wie wenn man Honig und Honig sagt. Also Deutschrap und so kann ich auch gar nichts mit anfangen. Okay. Tatsächlich die härtere Richtung. Hardstyle, sagt ihr das was? Also es ist schon doller. Okay. Schon doller und schneller. Ich kannte das nicht, um ehrlich zu sein. Also. Aber er hat gesagt, er hört alles. Außer Metall und Rap. Und Hardstyle kennt er auch nicht, aber er hört alles. Ich könnte es mir nur vorstellen, sie hat es mir ja gesagt, dass laute, harte Musik und ein bisschen schneller und wo es wirklich viel Energie drin steckt. Musik mit Energie. Was sind deine Ziele sozusagen? Was möchtest du denn überhaupt erreichen? Also, wo siehst du dich in 10, 20 Jahren als Person? Da möchte ich auf jeden Fall, also ich möchte jetzt gerade so auch meine jungen Jahre nutzen, um noch viel zu erleben, viel zu reisen. Mhm. Ja, vielleicht auch. Was macht dich so am meisten glücklich? Tatsächlich macht es mich am meisten glücklich, andere glücklich zu machen. Also meine Liebsten glücklich zu machen. Sehr wenn schön. Wenn die glücklich sind, dann. Bruder, der ist ein Philosoph, ne? Er ist ein Philosoph, aber ein sehr sympathischer Sprücheklopfer. Also, versteht ihr, wie ich meine? Ich meine es wirklich jetzt nicht falsch verstehen. Aber hast du die Haare selber gemacht, Esma? Ja. Die sind schön. Also die Wellen. Dankeschön. Die sind wirklich schön. Aber die sind schon so kaputt. Sauber Stein. Er hat mir ein Kompliment für meine Haare gemacht. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. Weil er, vor allem, weil er Friseur ist. Das ist immer schön. Zu hören. Was ist dein Lieblingsessen? Guten Hunger, Leute. Bist du eher... Lass euch schmecken. Pizza, Burger? Pizza geht immer eigentlich. Rauchst du eigentlich? Okay. Du nicht. Doch. Doch? Ich denke, mein Lächeln war so schön für sie. Nein, Bruder, das war einfach nur dieses Geheimnisvolle so. Man hat gedacht, er hasst Rauchen. Checkt ihr? Man hat komplett gedacht, er hasst es. Deshalb hat sie auch gegengefragt, weil er war so, rauchst du eigentlich? So richtig judgy. Und dann sagt er raucht auch. Ich habe das gelesen in ihre Augen. Unsere Gemeinsamkeit ist, glaube ich, dass wir einfach beide sehr herzliche Menschen sind. Rauchen. Und auch relativ offen. Und ja, ich glaube, das war's. Hammer. Ja. Hammer. Hast du eigentlich deine Wimpern jetzt geklebt, ne? Nee, sind Extensions. Extensions, okay. Genau. Weil heutzutage kennt man das nicht mehr, ob die geklebt oder Extensions sind, um ehrlich zu sein. Ja, deshalb, also war schon, also sieht jetzt nicht geklebt aus, deshalb war ja meine Frage, ne? Nee, also... Aber das machst du... Alle 4 Wochen, ne? Oder? Ja. Nee, alle 3 Wochen. Alle 3 Wochen. Spätestens 4 Wochen, ne? Genau. Also, genau. Du hast den Plan. Jetzt gibt er mir halt gerade so ein bisschen auch no front. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf oder nicht, aber er gibt mir gerade so ein bisschen diese gay best friend Vibes. So dieses, es ist halt sein Job, so normal, aber jetzt so, jetzt will er ihr zu sehr zeigen, dass er Plan von Mädchendingen hat. So, wisst ihr, wie ich meine? So dieses, deine Haare...
deine Wimpern, ja, man checkt das nicht, Extensions hin oder her. So, jetzt ist es gerade so dieses, ich weiß, also, weißt du, was ich meine? Wirklich nicht, auch überhaupt nicht böse gemeint. Bitte nimm mich nicht auseinander deswegen. Schauen wir mal. Ich meine einfach nur, es gibt mir gerade diese Vibes. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, wir haben uns gut unterhalten, er war sehr nett, er war sehr freundlich. Ich wollte direkt bezahlen und war überhaupt gar keine Frage, die fand das auch gut. Und ja. Dann danke für das Essen. Schön, dass ihr hier wart. Ich habe mich gefreut. Ciao. Schönen Tag. Tschüssi. Ja, ciao. Und? Wird das was mit euch? Als erstes wegen der Entfernung ist es natürlich etwas schwierig. Vorstellen, ja, wenn ich mal in der Nähe bin. Für mich ist es keine große Sache. Ist nur halt eher schwierig. Ja, würde ich auch sagen. Also erstens mal die Entfernung. Und ich fand einfach, für mich war der Funke jetzt für so eine Liebesebene nicht so da. Ja. Aber also freundschaftlich, wenn man mal in der Nähe ist oder so. Ich hab's gecallt. Freundschaftlich. Ich hab's gecallt. Freundschaftlich. Freundschaftlich. Genau. Kann man ja mal irgendwie abends was trinken gehen oder so. Oder Party machen. Genau. Ja. Ja, Satz mit X, das war wohl nix. Sehen wir uns beim nächsten Witz. Boah. Ja, liebe Freunde, zum Glück kommt hier jeden Tag ein neues Video online. Also morgen um 14 Uhr habt ihr wieder ein neues First Date Video hier auf diesem Kanal. Frisch für euch online, immer passend pünktlich zum Mittagessen. Also falls ihr Bock habt, euch das Ganze weiter anzusehen, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Und falls ihr denkt so, yo, ich möchte mal ein anderes Dating-Format angucken, checkt gerne den ersten Link in der Beschreibung. Dort findet ihr mein eigenes neues Dating-Format, Date or Fake. Würde mich freuen, wenn ihr es euch anschaut. Bis morgen, haut rein. Schick mir nur eine SMS und ich weiß Bescheid. Flasche ist kühl, Baby, weißer Wein. Voll auf Fokus bis um 3. Ich hab heute alles mit dabei. Schick mir nur eine SMS und ich weiß Bescheid.